Klimawandel ist ein Thema der Politik, welche die Wissenschaft mit einer klar vorgeformten Schlussfolgerung im Sinne der Profiteure missbraucht. Hallo Andersdenkende. Ich melde mich mit einer wichtigen Nachricht. Und zwar wurde mein Video über den Klimawandel, welches ich gestern Abend hochgeladen habe, nach nicht einmal 12 Stunden komplett von YouTube gelöscht. Ich habe jetzt erst einmal eine Verwarnung erhalten, das heißt, ich kann noch hier posten und ich habe auch Widerspruch eingelegt. Ich weiß jetzt nicht, was mit dem Video passiert, wir werden es sehen. Parallel wird es jetzt gerade auf dem Kanal meiner Mutter Caroline Seibt noch hochgeladen. Das werde ich selbstverständlich in der Beschreibung verlinken. Davon abgesehen, wenn andere Kanäle auf die Situation aufmerksam machen, beispielsweise Oliver Janich, dann werde ich auch das verlinken. Und morgen bin ich vermutlich spontan bei Hyperion auf dem Kanal, um über die Situation zu sprechen. Zensur wissenschaftlicher Skepsis ist wirklich das Beschämendste und auch das Schockierendste, was man der Wissenschaft antun kann. Und darum ist Rückzug jetzt für mich keine Option, sondern ich werde weiter an dem zweiten Teil arbeiten, der auch wieder rein wissenschaftlich sein wird. Und ich habe nicht vor, darin irgendwen auf der linken Seite in Anführungsstrichen zu beleidigen. Zwischenzeitlich plane ich, Videos zu anderen Themen zu posten, die nicht ganz so bearbeitungsintensiv sind. Also wie gesagt, ich lasse mich nicht unterkriegen, ihr lasst euch hoffentlich auch nicht unterkriegen. Und vielen Dank für jede Unterstützung, vielen Dank, wenn ihr das Video teilt. Bis zum nächsten Mal.